Den Ruckersling. Bei uns ist das Thema heute Honig und es gibt immer wieder Fragen, die bei uns eintreffen, ob jetzt Honig Rohkost ist und ob man den jetzt unbedenklich essen kann und noch viele andere Fragen dazu. Und weil ich nicht der Experte bin, kann ich euch das nicht direkt beantworten. Dann habe ich mir überlegt, ich gehe einfach mal zu jemandem, der sich damit auskennt. Und das ist ein guter Freund von mir, das ist der Jürgen Schmidtgen, Imker aus Waltersdorf. Herzlich willkommen bei mir in der TV-Show. Hallo Jürgen. Hallo. Und wir wollen heute einfach mal ein paar Fragen beantworten, die uns halt gestellt wurden oder die auch wir haben, um euch ein kleines bisschen mehr Klarheit auch beim Honigkauf zu geben, damit ihr besser entscheiden könnt, was jetzt gut für euch ist oder was nicht. Genau. Und die erste Frage, die ich an Jürgen habe, ist die, sind jetzt eigentlich in Honig oder genau, was ist eigentlich ein Biohonig? An was erkennt man Biohonig? Gibt es da irgendwelche Zertifikate oder irgendwelche Kriterien, die man einhalten muss? Genau, auf was kann der Käufer da achten? Ja, also zunächst ein Bio-Honig, da muss der Imkerei biozertifiziert sein. Dabei gibt es Grundlagen, zum Beispiel das EU-Recht. Und da hat eben, da spielt eben auch der Standort eine Rolle. Also der Standort, wo die Bienen stehen, spielt dort eine Rolle. Und dabei darf nach dem EU-Recht darf eigentlich dort nur ein Drittel intensive Landwirtschaft betrieben werden. Der Rest muss eben Weide und Wald und Wiese sein. Und das ist im EU-Recht so verankert. Und wird also auch, wenn man sich als Bio-Imkerei zertifizieren lassen will, wir sind eine Bio-Imkerei, dort wird es also auch überprüft. Es geht ganz einfach, die Biene hat 3 Kilometer Flugradius. Dann nehmen die Google-Bild und den Zirkel und dann gibt es 3 Kilometer und dann sieht man, was dort los ist in der Gegend. Ah, okay. Ja, und in unserem Fall ist also lediglich ein Viertel intensive Landwirtschaft und wir sprechen halt dann auch mit den Bauern, wenn es notwendig ist. Also dementsprechend kann man davon ausgehen, wenn das Bio-Zertifikat oder das Bio-Siegel auf dem Bienenglas drauf ist, dass dort zumindest grobe Richtlinien auf jeden Fall eingehalten sind und ja, wenig Pestizide dabei sind. Das sollte so sein. Das sollte sein. Wir selbst verwenden das Bio-Label nicht für unseren Honig. Wir haben diese Zertifizierung aus einem anderen Grund erworben. Können wir dann noch mal drauf eingehen. Aber wer das so verkauft, den Bio-Honig, der sollte also, das ist das Voraussetzung. Aber es gibt überall kriminelle Energie und das eben auch bei den Imkern. Es werden Bienenstöcke gestohlen und das kann ja wiederum der Imker sein, der die stiehlt. Ne? Und es hat also auch jetzt schon Fälle gegeben, in dem Importhonige einer deutschen Marke, also des Deutschen Imkerbundes, verkauft worden sind. Das ist kriminell, solche Machenschaften sind kriminell. Und da kann man auch nichts sagen, jetzt, wie kann man sich schützen. Da gibt's nur einen Schutz. Man muss den Imker kennen, wo man Honig kauft. Okay, also das ist, wie es schon immer war, also die gute Bekanntschaft oder das gegenseitige Kennenlernen, die gute Beziehung zueinander ist an dem Moment das Allerwichtigste. Wir haben ja beim Honig auch die Kennzeichenverordnung, die heißt, es muss immer die volle Adresse angegeben sein vom Imker. Insofern kann man den ja auch kennenlernen, man muss ja bloß mal hingehen. Hingehen, fragen, wie er seine... Was ist hier los? Genau, was ist hier los? Also mag keine Angst bei den Fragen an die Leute, wenn ihr sie kennt. Einfach mal nachfragen, wo kommt der Honig her, was macht er damit, wie wird er hergestellt? Und schon kriegt er da auf jeden Fall ein bisschen mehr Klarheit. Da gibt es einen zweiten wesentlichen Punkt, wenn wir über Reinheit des Honigs reden und den Imker kennen. Da kann man ihnen die Frage stellen, wie behandelst du denn deine Bienen gegen die Varroa-Milbe? Das ist eine gute Frage, hätte ich jetzt keine Antwort drauf. Was macht man? Naja, es gibt einfach bei den Varroa-Mitteln, da gibt es ja viele zugelassene Sachen. Einmal gibt es organische Säuren, die das sind Milchsäure, Oxalsäure und Ameisensäure. Und es gibt natürlich eben auch Chemie, ne? Also es gibt Präparate von Bayer, die eben genauso funktionieren. Allerdings sind diese Mittel dann in den Wachs nachweisbar und damit eben auch im Honig. Es ist also schon so, dass dieser Honig essbar ist. Es gibt ja für alles Grenzwerte, das wird also auch kontrolliert.
Man kann jetzt nicht sagen, dass dieser Honig schlecht wäre. Aber ich würde so einem Honig, der also so produziert wurde, niemals auf eine Wunde tun. Was ich ja mit einem reinen Honig, der also sauber geerntet worden ist, schon machen kann. Und wenn wir gerade dabei sind, wie machst du das in deiner Imkerei? Wie gehst du mit einem eigenen Wachskreislauf. Also damit geht es schon mal los. Ich habe also einen eigenen Wachskreislauf, sodass ich niemals vom Fremden Wachs kaufe, wo eben diese Sachen dort drin sein könnten. Und lass mir dann das, was ich für die Imkerei wieder brauche, selbst umarbeiten. Also braucht ja Mittelwände zum Beispiel für den Ausbau der Waben. Und das lasse ich nur vom eigenen Wachs herstellen. Und ich selber habe noch niemals irgendwelche Chemie eingesetzt. Und also sind es Informationen, die man von einem Imker normalerweise bekommt? Also wenn er ehrlich ist, sollte er das sagen. Sollte er schon sagen. Und wenn er sagt, okay, ich setze Ameisensäure ein, dann ist das in Ordnung. Das würde noch gehen. Also bei welchen Mitteln würdest du jetzt mitgehen? Na, Ameisensäure, Milchsäure und Oxalsäure. Das sind einfach gängige Mittel. Das sind organische Säuren. Die also zum Beispiel ist die Ameisensäure ja auch im Gift der Biene enthalten. Und dementsprechend können die das auch verarbeiten. Die kann das verarbeiten, es geht nicht in den Wachskreislauf und damit ist das in Ordnung. Okay. Und die wird natürlich außerhalb der Dachzeit eingesetzt. Also wir setzen jetzt zum Beispiel Ameisensäure ein, wir haben jetzt August, ne? Der Honig ist geerntet. Wir machen eine Restentmilbung, dann nochmal im Dezember mit Oxalsäure und dann wird für die kommende Saison nichts mehr direkt mit irgendwelchen Medikamenten gemacht. Lediglich noch mit Imkermethoden. Ich kann also Brut, also die Milbe geht ja in die Brut, ich kann Brut entnehmen und andere Sachen machen, die also keinen Einfluss auf die Honiggewinnung haben. Wir hatten nochmal im Vorfeldsgespräch über diese Temperaturmöglichkeit, die Milbe dort auszuschalten. Das machen wir hier. Wir wenden ja diese Atemlufttherapie, bieten wir hier an, in dem Therapiehaus, was ja neben uns ist, wo also Leute, die Asthma beispielsweise haben, durch Bienenstockluft therapiert werden. Und das wäre ja jetzt, diese Anwendungen wären ja jetzt nicht mehr möglich, weil wir eben diese Bienenstöcke eben auch mit Ameisensäure behandeln müssten. Und wenn so ein Bienenstock mit Ameisensäure behandelt ist, dann riecht es ja eine Zeit nach dieser Säure. Das also, man könnte das nicht einatmen. Aus diesem Grund haben wir also, verwenden wir einen sogenannten Varroa-Controller. Dort wird die Brut entnommen, weil ja 80% der Milben sind zu dem Zeitpunkt in der Brut, nach 20% sind draußen und erhitzen diese Brut auf eine Temperatur so über 40 Grad. Das ist also ein Gerät, was man auch nicht beeinflussen kann. Und die Temperaturdifferenz, wo Biene noch lebt, also Brut der Biene noch lebt und Milbe stirbt, ist 1 Grad, aber mittlerweile ist das technisch möglich und so sind wir hier in der Lage, mit diesem Verfahren eben eine lange Zeit noch diese Bienenstockluft anzubieten. Alles klar, das ist natürlich sehr interessant und ich denke, die schonendste Möglichkeit noch ohne mit irgendwelchen Chemikalien zu arbeiten. Naja, es ist ja schonend, es ist schon auch ein Eingriff in das Bienenvolk selbst. Ich muss bei dem Eingriff aus die Brutwaben entnehmen und muss ja die Bienen abkehren oder abschütteln und es ist für die Bienen also auch nicht. Es ist schon zu vergleichen wie eine Operation an offenen Herzen für die Biene selber. Aha, also, doch. Also es ist schon etwas, was wir dort, wo wir, ja, es ist für die Biene selbst in der Folge zuträglich, weil ja die Milben in der Zelle abgetötet werden. Und wenn jetzt eine Zelle gerade verdeckelt worden ist, am 9. Tag beispielsweise, dann wird diese Maude, die da drinnen sich entwickelt, eben nicht mehr durch die in der Zelle befindlichen Varroen geschädigt. Insofern ist es ein Vorteil. Aber die gesamte Anwendung ist natürlich für die Biene an dem Tag schon ein Stress. Ist ein Stress, okay. Aber halt mit einem positiven Effekt. Mit einem positiven Effekt und es geht halt nicht ohne. Also sagen wir, wenn wir es nicht tun würden, würden die Bienenvölker nicht unbedingt überleben. Also ein Ding, was an sich zurzeit nicht
Kuhnablässig ist oder genau, was man einfach durchführen genau. muss. Genau, also die Imker, die die Varroa-Behandlung richtig gut im Griff haben, die haben in der Regel auch wenig Bienenschäden. Also einfach im Wandel der Zeit, man merkt, dass auch hier eingegriffen werden muss und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Fragt einfach den Imker, den ihr kennt, was er benutzt, um halt auch dort einzuschätzen, wie der mit seinen Bienen umgeht. Weil auch eine Frage aufgetreten ist, zum Beispiel bei uns, ist jetzt Imkerei mit Massentierhaltung zu vergleichen. Also es gibt ja verschiedene Videos, wo man dann auch mal sieht, was große Imker mit ihren, also die hier 150.000 Völker haben oder was weiß ich wie viel, die da mit ihren Bienen halt umgehen, wie in der Massentierhaltung. Wie ist es beim kleinen privaten Imker? Ist das zu vergleichen? Naja, man muss jetzt mal vielleicht Folgendes sagen. Es sind ja in so einem Bienenvolk jetzt in der Zeit noch ungefähr 60.000 bis 70.000 Bienen in einem Bienenvolk. Mhm. Und das ist schon eine Masse. Das ist eine Masse Leute, ja. Auf jeden Fall. Und die leben halt auf engstem Raum, selbst organisiert zusammen. Der Imker kann so ein Bienenvolk nur führen. Wenn er das gescheit macht, dann hat er halt Erfolg. Mhm. Macht er das nicht gut, dann hat er wenig Erfolg. In der Massentierhaltung würde ich so nicht vergleichen wollen mit anderen Tierarten, die es da gibt, mit Bildern aus von Schweine oder Hühner oder irgendwas. Aber es gibt dennoch Imkereien, die also das erwerbsmäßig, beruflich im Prinzip durchführen und die haben auch dann in der Regel ab 200 Bienenvölker aufwärts. Ne? Also unser größter. Also meiner Kenntnis nach größte Imkerei, das ist ja der Ansgar Westerhof hier, der hat da glaube ich 4000 Bienenvölker hat und dabei aber eine Bio-Imkerei betreibt. Guck mal, also das man kann es eben auch in einer derartigen Größenordnung tun. Wie kann der Konsument, der sich jetzt einen Honig kauft, wie kann er es rausfinden, wie der Imker dort mit den Bienen umgeht? Naja, indem er halt wirklich wieder auf den Imker zugeht. Es gibt keine und auch dort Chance. Wieder fragen. Es gibt genau. keine Zertifizierung ja. oder kein Siegel, nee, er wo muss, man gucken kann. Also er muss einfach, also es ist eine Vertrauenssache, das ist schon wahr. Mhm. Man muss dorthin gehen und sollte sich die Imkerei ansehen. Mhm. Und das, bei uns ist es ja auch so, hier drauf steht Erlebnisimkerei, ne? Man darf ja herkommen und die Leute dürfen auch was erleben. Ne? Mhm. Und dann gibt es immer mal so die spektakulären Sachen, indem wir zu den Bienen gehen. Und dann ich einmal eine Wabe rausnehme und den jemanden in die Hand drücke. Ja. So, bitteschön. Kannst du festhalten, dann geht's große Gewedel los. Jetzt hast du was erlebt. Ne? Ja. Ein Thema, was mir auch unter den Nägeln brennt, ist natürlich, ist jetzt der Honig, wenn man ihn kauft, ist es eigentlich ein Rohkost? Weil wir sind ja ein Rohköstler und jetzt geht's mal weg von den tierischen Produkten, sondern einfach mal zu gucken, ist Rohkost oder ist Honig Rohkost, kann man das jetzt unbedenklich essen oder wird da doch erhitzt? Weil es gibt ja dieses Märchen, dass die Ernte da warm oder kalt erfolgt. Kalt geschleudert oder warm geschleudert. Vielleicht kannst du das noch mal aufklären. Also kalt geschleudert ist ein absoluter Witz. Ne? Es gibt kein Warmschleudern oder Heißschleudern. Das würde insofern nicht funktionieren, weil der Honig oder weil ja die Waben dann zerbrechen würden. Ne? Mhm. Der Honig hat eine Temperatur wie das Bienenvolk, also ungefähr 35 Grad, hat er schon. Und in der Temperatur wird er auch geerntet. Und im Bienenhaus sollte zu dem Zeitpunkt des Schleuderns eben auch eine derartige Temperatur herrschen, dass der Honig ordentlich aus den Waben herausgeschleudert werden kann. Es wird ja meist durch Fliehkraft, es gibt verschiedene Verfahren. Man hat also früher auch Honig gepresst, einfach die Waben kaputt gemacht. Ne? Der Schleudervorgang ist eben eine Methode, um die Waben wieder zu verwenden. Und das passiert im Prinzip bei normalen Temperaturen. Bei normalen Sommertemperaturen. Dann wird der Honig gesiebt, wird er mehrfach gesiebt, also Grobsiebe, Feinsieb, dann nochmal Spitzsieb, wo also ganz feine Anteile rausgesiebt werden. Und da geht es um die Anteile von Wachs, die ja durch die Fliehkraft von der Wabe im Prinzip abgerissen werden. Mhm. Die Wabe wurde vorher entdeckelt, also die Biene macht ja bei einer vollen Honigzelle einen Wachsdeckel drauf, macht ihr auch aus dem Grund. Honig ist ja hygroskopisch, sie hat in der Regel diesen Nektar verarbeitet und hat den so weit verarbeitet, dass er also weniger als 18%
Feuchtigkeit. Wassergehalt hat. 18% ist wieder so ein Maß von der vom Deutschen Imkerbund, also Imker mit dieser Marke, Deutscher Imkerbund, dieses grüne Etikett, was da bekannt ist. Die müssen unter 18% ihren Honig haben. Man kann das messen mit einem Refraktometer. Und Imker, die im Neutralglas abfüllen, die dürfen also da schon bis zu 20% Wassergehalt haben. Und dann, was erkennt man das dann von außen als Laie? Das erkennt man nicht. Also da, das erkennt man eigentlich nicht. Auch da muss man fragen. Da muss man fragen, wie sieht es da aus mit Wassergehalt? Also Honig, der im deutschen, im Glas des Deutschen Imkerbundes gehandelt wird, da müsste unter 18% haben. Unsere Honige haben in der Regel 16,5% sowas. Ja. Und je weniger er Wassergehalt hat, desto wertvoller ist der Honig. Okay, verstehe. Nochmal auf die Frage hin, ist der Honig dann im rohen Zustand, wenn er eingepackt wird? Also ist es ein lebendes Produkt? Der Honig ist ja verarbeitet durch die Bienen. Ne? Also wir haben zunächst mal einen Blütennektar, den die Biene aufsammelt. Dieser Nektar ist richtig flüssig, muss man sich vorstellen. Sie sammelt den Nektar rein und ich habe jetzt beispielsweise eine Zunahme an einem Tag von einer Gewichtszunahme, wenn ich das Volk zum Beispiel wiege, von sagen wir 6 Kilo. 6 Kilo sammelt ihr als bitte. Beispiel. Also das gibt es. Ne? So. Und am nächsten Morgen würden wir aber vielleicht 4 Kilo Verlust haben. 4 Kilo weniger. Dann haben die im Prinzip 4 Kilo Wasser rausgeschafft. Das Flugbrett würde alles nass sein und man denkt, was ist denn hier los? So, also auch an einem trockenen Tag haben die so viel Wasser rausgeschafft. Also das ist auch der Wasseranteil. Genau. Und wenn ich dann an dem Tag, an dem Folgetag wieder eine 1 Kilo Zunahme habe, ne, dann ist das eigentlich so nicht wahr, weil sie hätten ja diese Differenz von 4 Kilo schon wieder ausgeglichen. Und also, reichen Exempel, ne? So ist es. Also drei Teile Nektar ergeben, ein Teil Honig. Und die Biene verarbeitet diesen Nektar, indem sie ihn aufsaugt. Die hat eine Honigblase. Die Honigblase ist von ihrem Magen durch Muskel im Prinzip wie abgetrennt. Und sie gibt das also raus in die Zelle, saugt das wieder auf und gibt es wieder raus. Und durch so eine Beitschbewegung wird also Wasser im Prinzip verdampft. Also Wasser, wie soll ich sagen, ja. Verdampft? Erhitzt nicht. Also die Luft nimmt ja Wasser auf. Sie zerstäubt das. Ne? Und muss halt rausventilieren. Ja, das werden feine, ganz feine Tropfen zerstäubt, genau. Sodass sich da praktisch die der Nektar so, kann. So eine Schlagbewegung, das ist also alles schon wissenschaftlich untersucht. Die macht durch diese Schlagbewegungen, versucht sie das Wasser da rauszukriegen, dass der Honig, also dass Honig wird und auch haltbar wird. Bei diesem Vorgang setzt sie auch körpereigene Fermente zu. Also Honig ist nicht ein Stoff, der ausschließlich aus einer Blüte stammt. Und sie gibt schon körpereigene Fermente dazu. Und die Stoffe, die sind dann praktisch, die werden ja dann nicht mehr irgendwie im Nachgang behandelt. Also das ist der Stoff, wie er rauskommt. Und die Stoffe, die da drin sind, die haben alle eine ganz natürliche Form. Richtig. Und werden dann nicht nochmal irgendwie behandelt. Also das ist lebendig, wie man es sich vorstellt. Genau. Und es ist aber schon so, dass beispielsweise man bezeichnet ja ein Vorkommen in einer Futterstelle, wenn das sehr intensiv ist, auch als Tracht. Wenn jetzt zum Beispiel ein ganzes Feld Maiblumen blühen und die sehr intensiv Nektar abgeben, dann ist es schon so, dass die Bienen zunächst mal vorwiegend auf diesen Maiblumen fliegen. Und im Übrigen fliegen die Biene, die auf einer Maiblume fliegt, fliegt natürlich nur auf einer Maiblume an dem Tag. Man nennt das ja auch blütenstetig. Jetzt würde es ja vorkommen, dass Maiblumen-Pollen auf anderen Blüten kommt. Das war ja nicht gut, das wäre so nicht gewollt. Ach so. Die Befruchtung, die Biene ja durch das
Nektarsammeln auslöst, ist ja eben gerade insofern wichtig, dass er eben diesen gleichen Pollen immer wieder auf die gleiche Blüte bringt und nicht auf andere Blüten. Dann gäbe es ja Kreuzungen oder irgendwas. Ziemlich anders. Clever gelöst, muss ich sagen. Ja, man nennt das blütenstetig, ist die Biene. Okay. Und jetzt würde man sagen, na gut, dann gibt es hier ausschließlich Maiblümenhonig und da ist gar nichts anderes drin wie Blütennektar von der Maiblume. Dem ist aber nicht so. Also wir haben jetzt, wir schicken ab und zu Honige ein zur Kontrolle. Und beispielsweise Raps ist ja eine sehr intensive Frucht und wenn die jetzt vorkommt, dann fliegen die in allererster Linie auf den Raps. Ne? Deswegen waren aber noch Pollenanteile von über 500 verschiedenen Pollen in diesem Honig vorhanden. Extra noch. Das heißt also, es sind einzelne Bienen auch auf anderen Blüten gewesen. Okay, verstanden. Also die... Das ist natürlich interessant, was die alles so wissen und machen und tun. Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Aber es ist interessant. Na, es ist ja da auch so, dass praktisch die... Früh am Morgen fliegt eine Speerbiene aus und sucht immer eine Trachtquelle. Und wenn die dann dieses Maiblumenfeld gefunden hat und es liegt vielleicht 500 Meter weg, die gehen ja zunächst mal in ihren Umkreis. Warum sollen wir da 3 Kilometer weggehen, wenn es 500 Meter Abstand gibt? Ne? Da fliegen wir erstmal dorthin. Fliegen wir also dorthin und dann kommen die mit einer Probe zurück und erzählen das den anderen Bienen. Gibt es also Schwänzeltanz, gibt eine Kommunikation zwischen den Bienen und die funktioniert so gut, dass also eine andere Biene also diese Trachtquelle dann eben auch ziemlich genau finden kann. Mit der Information. Genau. Hochinteressant, also doch mehr weiterentwickelt, wie man denkt. Jürgen, noch eine ganz interessante Frage. Mhm. Was ist denn jetzt eigentlich das Gesunde am Honig? Also was macht es denn aus im Gegensatz zum Zucker? Weil alle Bilder sind sehr süß. Was ist es jetzt? Warum sollte man Honig essen? Ja, Honig hat also nicht diesen bekannten Rohr- oder Rübenzucker, da kommt er da überhaupt nicht vor, sondern eben Traubenzucker und Fruchtzucker. Und noch viele andere wichtige Dinge, also Vitamine, Säuren und vor allen Dingen Enzyme. Also die Enzyme, Turbine, die sind natürlich hier ganz wertvoll. Honig ist ein verteiltes Produkt, wenn man das zum Beispiel, hat ja vorhin erwähnt, Honig auf eine offene Wunde zu tun, da kann sich also die Zelle, die hier kaputt ist, von dem Honig ernähren, was einfach verdaut ist, ne, das Produkt. Also es hilft praktisch bei der Regenerierung, wenn ich das sehe. Es hilft bei der Regenerierung, ist halt ein Energiespender. Ach so. Ein Energiespender und er wirkt vor allen Dingen auch antibakteriell. Das ist auch ganz wichtig. Also im Honig halten sich keine Bakterien. Der Honig kann eigentlich nicht schlecht werden, wenn man den Honig ordentlich behandelt. Das heißt aber auch, ich muss es gleich so zuschreiben. Ne? Dass keine Bakterien halt reinkommen? Naja, nee, die würden ja abgetötet, aber dass eben auch kein Wasser reinkommt. Honig ist hygroskopisch, würde aus der Luft im Prinzip dort Wasser entnehmen. Wenn ich ein Honigglas offen stehen lasse, dann bildet sich oben drauf eine glasige Schicht, das ist nicht spalter wie Wasser. Das kann, wenn man es lange genug macht, also auch zum Vergären führen, da gibt es Met. Ach so, dann wird es alkoholisch und Bier. Genau. Das, was die alten Germanen dann ausprobiert haben. Ja. Das ist doch mal eine interessante, das hat doch mal interessante Information. Und Honig wirkt zum Beispiel auch gegen Karies, das wissen auch viele nicht. Ne? Gegen Karies? Gegen Karies. Also, wie macht er das? Nur indem er im Prinzip Bakterien tötend wirkt und Karies wird ja durch Zucker verursacht und Honig hat aber keinen Zucker. Also kein Mehrfachzucker, der das eigentlich verursacht. Und wenn man abends noch einmal einen Löffel Honig nimmt, dann ist das eigentlich nicht so. Das ist ja positiv für die Zähne. Wenn das die Kinder spitz kriegen, dann wird nur noch mit Honig Zähne geputzt. Okay. Ja. Noch eine Frage. Zu den verschiedenen Sorten, die man als Kunde im Supermarkt bekommen kann oder die man generell käuflich erhält. An was erkennt man denn das eigentlich, oder was ist der Unterschied zwischen dem Honig aus dem Discounter und dem Honig vom Imker? Mal abgesehen von der Bio-Qualität, die wir ja schon mal besprochen haben. Weil mir ist aufgefallen, dass der Honig aus dem Discounter immer flüssig ist und der Honig vom Imker oftmals so eine kristalline Form hat.
An was liegt das? Kannst du uns noch aufklären? Naja, jetzt muss man zunächst mal vielleicht Folgendes sagen. Also, wir verkaufen auch Honig in den Discounter. Ne? Mhm. Also, es gibt also auch Discounter, die qualitativ hochwertige Honige anbieten. Okay. Und das, die werden also auch hochpreisig verkauft. Das steht dann in einem Regal mit den anderen Honigten, die du jetzt gerade angesprochen hast. Und die werden aber total gekauft. Also das gibt es auch. Ja. Zu der Frage, warum sind der meisten Honige flüssig? Das ist einfach zu sagen, weil das der Markt will. Ne? Der Markt will flüssige Honige. Der Markt will flüssige Honige, deswegen gibt es flüssige Honige. Und ich kenne sehr viele Kunden, die wollen auch von uns flüssige Honige. Mhm. Und dann verkaufen wir denen eben zum Beispiel Akazie. Weil Akazie, also Akazie, es wird immer Akazie gehandelt, stammt von der Robinie, das ist eine falsche Akazie. Bei uns und dieser Honig bleibt in etwa 2 Jahre lang flüssig. Also unterscheidet sich einmal von der Art des Honigs? Von der Art des Honigs. Und ein Waldhonig zum Beispiel, reiner Waldhonig, da bleibt also auch eine sehr lange Zeit flüssig. Die Frage ist, ob man Waldhonig mag, das ist halt sehr intensiv. Ne? Und ich kann ja jeden anderen Honig natürlich flüssig machen, indem ich ihn halt erhitze über eine längere Zeit und dann kristallisiert er halt nicht mehr aus. Hat aber mit Honig eigentlich natürlich nichts mehr zu tun. Dann hat es mit Honig nichts mehr zu tun. Das ist an sich das, was ich auch wissen wollte. Und ich, es gibt ja dann mitunter, es gab es schon mal hier, gefilterten Honig. Ne? Das ist ja genauso Quatsch. Also ich kann natürlich heutzutage alles filtern. Ich kann also auch aus dem Honig beispielsweise die Pollenanteile herausfiltern. Was hat das von Zweck? Ne, dann bleibt doch halt auch flüssig. Dann bleibt er auch flüssig. Und wenn ich alles rausfiltere, dann bleibt er flüssig, dann ist es aber eine einfache Poliere. Also du hast jetzt für uns angesprochen, dass verschiedene Honigarten flüssig bleiben. Also der Waldhonig bleibt flüssig, der Akazie bleibt flüssig. Über längere Zeit bleibt. Wird aber dann fest. Und welcher würde nach kurzer Zeit schon kristallisieren? Ne, die reinen Blütenhonige, also zum Beispiel Raps, Maiblume, und so weiter, die Frühjahrsblüten, die Obst hier. Das wird, da haben wir mitunter 14 Tage, dann waren die schon fest. Also wenn ich im Supermarkt irgendwo einen Blütenhonig kaufe, der noch flüssig ist oder schon längere Zeit flüssig ist, dann sollte man stutzig werden und drüber nachdenken. Die Frage ist, wann. Und wenn man jetzt zum Beispiel Honige kauft vom Frühjahr, dann müssen sie fest sein. Nein, wir haben jetzt August oder wenn sie jetzt kurz vor Weihnachten Honige haben, dann kann es eigentlich schneller die jetzt angesprochenen Honigsorten sein. Also da muss man drauf achten. Man kann eine Qualität auch immer mal beim Honigkauf, Sauberkeit zum Honig kann man zum Beispiel ganz leicht, ne, indem man das bloß anhebt und mal auf den Boden guckt. Ne. Alle schwereren Teile wie Honig würden sich ja auf den Boden absetzen. Sieht man das auch. Oder eben auch auf Bienenbein oder so, was man sein könnte. Alles klar. Sollte nicht, aber noch ein paar Tipps an der Stelle. Eine Sache möchte ich aber jetzt noch wissen, was natürlich für unsere Zuschauer auch wichtig ist, weil wir sind, also Hochkästler, achten halt sehr auf die biologische, also aufs Biologische, aufs Reine. Kann man davon ausgehen, dass die Pestizide, die jetzt auf den Feldern gespritzt werden, dass die, oder ja, wie kriegt man raus? Kommen die mit in den Honig rein oder gibt es da einen Mechanismus, dass man sagen kann, also wenn eine Biene einen Honig holt, dann ist das ein reiner oder wie funktioniert also, das? Die Biene ist der Indikator. Und wenn die Bienen die kleinsten Dosierungen von Gift, richtigem Gift, also aufnehmen, dann sterben die ab und zwar sofort. Das heißt, also wenn jetzt das Feld gespritzt ist, dann hat der Imker in der Regel einen Flugbienenverlust, den er beklagt. Das eigentliche Volk ist also nicht tot. Wir hatten ja vor einigen Jahren mal die Sache, wo gebeizter Mais ausgebracht wurde im Rheingraben. Da war der Samen gebeizt und man hat gesagt, also in der Presse stand dann über 100.000 Bienenvölker sei hier verendet oder so. Dem war nicht so. Also die ganzen Flugbienen sind weg gewesen und die Bienen und die Ernte ist auch alles komplett ausgefallen. Aber die Bienenvölker an sich, die überleben das schon. Also es dauert halt eine Zeit, bis die sich wieder regeneriert haben. Ne? Und es ist immer, also es ist ein absoluter Schaden, wenn sowas eintritt, so Spritzschaden. Und der Imker ist zumeist gar nicht mehr in der Lage, das nachzuweisen, weil eben er muss
ist dann verpflichtet, bei einem Spritzschaden tote Bienen einzuschicken, die also praktisch, ne, die muss er aufsammeln. Ja. So, dann kann er in das Feld gehen, das sie gespritzt haben, dann muss er dumme Bienen finden. Ne? Da wird dann noch behauptet, die seien nicht von ihm. Ne? Also ist der Imker im Vorfeld auch dafür verantwortlich, dass seine Bienen in den geschützten Bereich kommen, wo eben nicht gespritzt wird? Also muss ich mit den Bauern absprechen? Also wir machen das so bei uns hier, es gibt ja hier auch Raps und es gibt natürlich auch die Notwendigkeit, den Raps mal zu spritzen. Mhm. Bei uns, da kommt dann vorbei und sagt, du, ich muss also morgen wahrscheinlich muss ich die Bienen spritzen oder übermorgen. Und dann, wenn das tatsächlich starkes Flugwetter hat, dann machen wir also einen Tag einmal die Fluglöcher zu, indem wir das abends schließen. Und die Biene mit Wasser versorgen, sodass die kennt zwar nicht raus, aber 24 Stunden geht es schon. Und dann ist ja nochmal eine Nacht, das ist also eine Nacht, dann ein ganzer Tag und nochmal eine Nacht. Und wenn sie dann wieder rausgehen, dann haben wir also keine Probleme gehabt. Mit dann sind die Giftstoffe praktisch das sei, in der Pflanze dann drin und wahrscheinlich verarbeitet. Ja, und kommen dann auch nicht mehr an den Honig rein. Ja. Also kann man, um das nochmal zusammenzufassen, davon ausgehen, dass die. Dass, wenn die Biene den Honig bringt, dass da auf jeden Fall rein ist und dass dort keine Pestizide oder es ein ganz geringer Anteil zumindest Pestizide. Es ist ein reines Produkt, weil die Biene kann sich als Lebewesen eben auch nicht an Gift gewöhnen. Mhm. Andere Tiere kann man doch an Gift gewöhnen. Mhm. Ne, und das, und Menschen dann, zum Beispiel. Ne, zum Beispiel. Das ist gleich. Aber das geht bei Bienen nicht. Sie lebt, eine Arbeitsbiene lebt ja im Sommer über nach 45 Tagen. Die sind diese dran gewöhnen. Schafft sie alleine von ihrer Lebenszeit aber nicht. Ja, ich habe noch eine Frage, und zwar, wir haben eine kleine Tochter und bei uns steht natürlich auch immer die Diskussion, man kann jetzt eigentlich ein Kind Honig essen, und weil ich es nicht genau weiß, frage ich dich einfach da nochmal, weißt du eventuell, ab wann kleine Kinder Honig essen können? Also es gibt so eine Regel, wo man sagt, ab einem Jahr, können Kinder Honig essen, dann steht die Frage, warum können sie es vorher nicht? Würde ich jetzt einfach mal stellen, genau. Es gab einen Fall, wo ein Bakterium, was der Honig nicht abtötet, im Honig gewesen sein soll und dadurch Säugling im Prinzip ins Leben gekommen ist. Einem Bakterium, was im Honig gewesen sein soll. Und aus diesem Grund, weil man also man kann ja, es gibt ja nur diese Honige, haben wir ja gerade diskutiert, ne? Eine Mischung aus EU, Nicht-EU-Ländern und so weiter und so fort. Und da sagt man also lieber, esst mal eher, bis eher kein Honig und dann erst der Honig, dann verdorben den auch. Ne? Also weil dann das Immunsystem einfach aufgebaut ist? Ja, wahrscheinlich. Also es gibt Ärzte, wir haben da ein ärztliches Dossier darüber, dass diese verbreitete Meinung eigentlich absoluter Quatsch ist, sondern dass Kinder eben Honig sofort, also nach der Geburt essen können. Unsere haben das auch bekommen, sei so aufgewachsen. Und unsere Engel wiederum auch. Allerdings will ich das nicht verallgemeinern, eben weil wir dieses Thema im Vorfeld hatten, man müsste den Imker kennen. Wir reden ja hier vom eigenen Honig. Wie sauber er wirklich und ist. Ich weiß, dass ich das verantworten kann. Ah. Also auch hier wieder eine Vertrauensfrage, die man stellen muss. Ich habe mal irgendwann, ich imkere ja seit über 45 Jahren, habe das mal von meinem Vater gelernt, dann war DDR-Zeit, wo halt auch so geimkert, nach bestem Wissen und Gewissen. Und irgendwann habe ich Leute kennengelernt, die sich mit dieser Apitherapie beschäftigen. Und Apitherapie ist eben die Lehre, wie man Bienenprodukte zu Heilzwecken einsetzt. Da hätte ich ja gleich noch eine Frage dazu. Genau. Welche Krankheiten kann denn Honig behandeln? Ja. Also da gibt es natürlich eine vielfältige Art und Weise, wie man Honig eben als Heilzwecken einsetzen kann. Aber zunächst mal noch, wie muss denn der Honig beschaffen sein? Und das ist eben, wenn man Heilzwecke da in den Vordergrund stellt, dann sollte, wenn wir jetzt davon reden, dass er zum Beispiel eben erfunden getan wird, da würde ich eben eine besondere Behandlung erfahren, indem er eben biologisch geerntet ist, es absolut sauber zugeht und eben eigener Wachskreislauf, wie vorhin schon erwähnt, da vorhanden ist. Ein ganz bekanntes Rezept ist ja eigentlich bei Erkältung heiße Milch und Honig rein. Das haben wir auch so gelernt, aber es ist natürlich dem Grunde nach völlig falsch.
Weil heiße Milch, sagt ja schon der Name, ist also über 40 Grad erhitzt. Tötet an sich alles ab. Und wenn wir diese Milch da, diesen Honig da reingeben, würde er also die, das abtöten. Die heilende Wirkung des Honigs abtöten. Die Enzyme praktisch. Genau. Und das sollte man also, die richtige Anwendung ist dann praktisch den Honig löffeln und die heiße Milch dazu trinken. Die heiße Milch dazu trinken. Na, ich denke, das war nochmal ein ganz wichtiger Tipp an der Stelle. Also ich für meinen Teil habe jetzt an der Stelle wenige Fragen, die man noch irgendwie... Also ich denke, ich habe so viel Informationen jetzt hier gekriegt, dass ich also erstmal mit ruhigem Gewissen erstmal den Honig zumindest bei dir auch kaufen kann. Oder auch jetzt weiß, wie ich mit beim Honigkauf umgehen kann, jetzt zumindest mit anderen Imkern, welche Fragen ich da stellen kann. Und ich denke, es waren auch für euch unheimlich viele wichtige Informationen dabei. Also abschließend vielleicht noch was über diese Energie, die im Honig steckt. Ne? Die ist ja in den Muskeln direkt abrufbar. In menschlichen Muskeln? In menschlichen Muskeln direkt abrufbar. Ich habe das mal gemacht, ich musste zu einem EKG und hatte halt auch nicht trainiert und so. Und habe dann eine größere Menge Honig gegessen. Also das heißt, da schon vielleicht zu 200 Gramm. 200 Gramm Honig, ja. Auf einmal. Einmal so mit Wasser geht das schon. Ne? Und habe dann das EKG, also muss man also 20 Minuten Belastungs-EKG mit 20 Minuten treten, ne? Schaltlose bestanden. Mit Bestleistung. Mit guter, sehr guter Leistung. Und das Interessante dabei war, es gab am nächsten Tag keinen Muskelkater. Aha, noch was für die Sportler. Also, Dopingmittel. Die Susanne, die hat das auch schon mal ausprobiert, bei so einem Lauf, wo sie hier mitmacht, wo er ordentlich Honig gegessen hat, dann haben wir halt keine Probleme mehr. Wunderbar. Na dann, ist das nochmal Geheimtipp jetzt zum Schluss. An der Stelle möchte ich mich jetzt erstmal beim Jürgen bedanken für die unheimlich vielen interessanten Informationen, die wir jetzt hier gekriegt haben. Nochmal schnell vielen Dank, Jürgen, für deine Zeit, dass du uns das alles erklärt hast und erzählt hast. Also ich fand es sehr interessant, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns ja bei Facebook oder hier bei YouTube einen Kommentar schreiben, vielleicht einen Daumen hoch oder ein Gefällt mir bei Facebook. Das war klasse. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr Informationen über Honig oder seine Produkte haben möchtet, schreibt uns an. Wir können gerne nochmal auf den Jürgen zugehen. Er hat uns oder mir auch noch erzählt, dass es da noch viele, viele andere Sachen gibt, die man wissen kann. Zum Beispiel dieses Abipro oder Bienengift oder Pollen. Also viele Sachen, die man noch verwenden kann. Wenn euch das interessiert, wie schon gesagt, schreibt uns einen kurzen Kommentar dazu. Dann können wir gerne nochmal einen Bericht dazu bringen. An der Stelle nochmal, wie schon gesagt, vielen Dank. Und ich wünsche euch da nochmal alles Gute. Viel Spaß beim Honigessen. Und tschüss, euer Carlos und Jürgen Schmidtken. Und tschüss. Eure Ruhigkeitslinge. Ciao.